Der Gottesmann Robert Chapman predigte einmal auf dem Marktplatz seines Wohnortes in Barnstable über Gottes Zorn wegen der Sünde der Menschen und er rief auf zur Umkehr zum Herrn. Und das hörte auch ein Kaufmann, diese Botschaft auf der Straße, und er hat sich so geärgert über diese klare biblische Botschaft, dass er auf den Prediger Chapman zuging und ihn ins Gesicht spuckte. Habt ihr das auch schon erlebt bei Straßeneinsätzen? Bisher seltener, Beschimpfungen schon mal, aber so direkt ins Gesicht gespuckt. Das war schon eine massive Beleidigung. Nun, wie reagierte dieser Gottesmann darauf? Wie hättet ihr darauf reagiert? Jedenfalls Folgendes ist passiert. Einige Zeit später bekam Robert Chapman Besuch von einem seiner nicht ganz armen Verwandten, der also wohlhabend war. Und er besuchte diesen Prediger, der sehr bescheiden lebte, der auch immer sehr früh aufstand, sich in die kalte Badewanne legte und dann die stille Zeit machte, nachdem er sie abgekühlt hatte. Da war er richtig fit. Und er hat ein sehr asketisches Leben geführt, ist auch sehr alt geworden, dieser Bruder. Aber der hat sehr bescheiden gelebt. Und dann kam dieser reiche Verwandte und fragte, ob er wenigstens genügend zu essen hat. Und er schaute sich da die Speisekammer an und das war sehr kärglich, sehr wenig da, und dann fragte er ihn, ob er für ihn einkaufen dürfe. Und so ging dieser reiche Verwandte für den Bruder Chapman einkaufen. Aber Chapman hatte eine Bitte. Er sagte, er darf nur im Geschäft des Kaufmanns einkaufen, der ihm ins Gesicht gespuckt hat. Nur dort soll er einkaufen. Nun, er ging also dorthin, er fand den Laden und er bestellte dort alles Mögliche und dieser Kaufmann, der wurde richtig fröhlich, dass der Kunde so viel kaufte, und als dann so richtig alles vollgepackt war, bot dieser Kaufmann ihm an, ich bringe es für Sie dorthin, wo Sie es haben wollen. Wo wohnen Sie denn? Für wen ist das? Und was sagte dann der Verwandte von Robert Chapman? Das ist das Haus so und so, da wohnt Robert Chapman. Das ist der Prediger, dem ich ins Gesicht gespuckt habe, und das war dann peinlich, ja. Aber er brachte es dorthin, und auf dem Weg dorthin überfielen ihn Reue und Scham, und er bat dann Chapman herzlich um Vergebung und fragte sich, warum hat er jetzt bei mir so viel eingekauft, der ich ihn doch so beleidigt habe. Und Robert Chapman konnte ihm sagen, weil ich Jesus liebe, ich bin ein Kind Gottes, und diese Liebe Jesu, die auch die Feinde liebt, die möchte ich auch praktizieren. Und diese Feindesliebe überwand das Herz des Kaufmanns und er beschritt den Weg zu Gott. Er wurde ein Kind Gottes. Nun, hätte er anders reagiert, hätte er vielleicht zurückgeschlagen, als er angespuckt wurde, oder irgendwie hätte er bestimmt nicht das Herz dieses Kaufmanns erreicht. Aber wir sehen an diesem Gottesboden, es gibt viele weitere Beispiele, vielleicht aus deinem Leben, wo wir durch die Feindesliebe Menschen erreichen können mit der frohen Botschaft. Ich lese uns sein Wort, was unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns sagt in der Bergpredigt, in Matthäus-Evangelium Kapitel 5, ab Vers 38. Matthäus 5, ab Vers 38. Ihr dürft es gerne mit aufschlagen. Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, spricht: Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstreben sollt, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere hin. Wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem überlass auch den Mantel. Wenn dich jemand nötigt, also zwingt, eine Meile mitzugehen, das sind etwa 1,5 Kilometer, so geh mit ihm 2, also Kilometer sind es dann 3. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir beugen will. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet die, die euch fluchen. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er, also Gott, lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über die Gerechten und die Ungerechten.
Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für eine Belohnung erwartet ihr? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner, also die Heiden oder die Ungläubigen sind damit gemeint in dem Sinne. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Zöllner? Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebe Geschwister und liebe Besucher, diese Vollkommenheit, die haben wir nicht aus eigener Kraft. Die hatte auch Robert Chapman nicht aus eigener Kraft. Aber er hat sich schenken lassen vom Herrn Jesus. Die Vollkommenheit, die tätig wird in der Liebe. Nicht eine Vollkommenheit, dass wir sagen, wir sind perfekt, wir tun gar nie einen Fehler oder eine Sünde sogar mehr begehen. Es gibt solche Richtungen, die behaupten, dass ein Christ überhaupt nicht mehr sündigen würde oder könnte. Das ist Schwärmerei, das ist unbiblisch. Denn wer sagt, er sei ohne Sünde, der macht Gott zum Lügner, 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Aber die Vollkommenheit des Herrn in unserem Leben wird konkret in der Liebe, die nicht zurückschilt oder scheltet, ja, wie man es auch sagen, wenn man gescholten wird, die nicht zurückprügelt, wenn man geprügelt wird, die nicht, wenn man auf die Wange einen Schlag bekommt, nicht zurückschlägt. Und nur so kann man den Teufelskreis der Gewalt, des Hasses und der Feindschaft durchbrechen. Diesen Weg hat uns der Herr Jesus gelehrt. Und dieser Weg ist so anders als alles, was wir in der Welt hören, dass auch viele Menschen, auch aus anderen Religionen, ein bekanntes Beispiel ist Mahatma Gandhi, ja, wo ja die Befreiung Indiens damals in den 40er Jahren erreicht wurde durch diese Gewaltlosigkeit, die er praktiziert hat, dass auch er sagte, diese Feindesliebe, das habe ich sonst nirgends gefunden, außer bei Jesus Christus. Das hat auch ihn als Hindu sogar sehr bewegt und überzeugt. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwie Christ wurde innerlich, aber das steht beim Herrn. Aber viele Menschen hat das beeindruckt. Und die Frage ist, praktizieren wir das als Christen auch wirklich im Umgang mit anderen Menschen? Dass wir nicht mit gleichen Mitteln zurückschlagen? Nun, es gibt den Teufelskreis der Rache. In Italien spricht man von der Vendetta. Auch in vielen Ländern gibt es das, wenn ein Angehöriger einer Sippe getötet wird, dann schlägt die Sippe zurück, diese ganze Verwandtschaft rächt sich dann, nimmt blutige Rache oft über das Maß, dass dann ganze Familien ausgerottet wurden als Antwort darauf, diese schreckliche Blutrache. Wie schlimm, und wir sehen, wie sich das steigert, wie die Rache und das Blutvergießen sich steigert, auch in unserer Welt. Wir haben jetzt gesehen, da wurde ein General getötet von den Amerikanern und dann hat der Iran blutige Rache geschworen. Es werden viele Angriffe jetzt kommen, Terroranschläge überall, ja, in der Welt, in der Politik. Es geht blutig zu und dann wird dann das noch weiter gesteigert, wenn man denen nicht Einhalt gebietet. Natürlich, wo die Menschen nicht gläubig sind, wo sie nicht Jesus im Herzen haben, da werden sie nur auf Rache sinnen. Da wird das immer weitergehen. Schon in der Bibel gibt es Beispiele. Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen. Und dann einige Generationen später ist der Lamech aufgetreten. Schon mal gehört diesen Namen Lamech? Da lesen wir in 1. Mose 4, 23 und 24. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Rede. Ihr Weiber Lamechs, hört darauf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain, also der Bruder Abels, soll siebenmal gerecht werden. Gerecht, mit Blutrache. Aber Lamech soll 77-mal gerecht werden. Eine Steigerung der Gewalt in das Riesige und die Kriege und das bis heute erleben wir das, wie das um sich frisst. Auch noch in dieser Zeit, wo man denkt, man hat jetzt die Welteinheit erreicht, aber es gibt immer noch Grausamkeit. Martin Luther hat mal geschrieben, wenn alle Christen wären, dann bräuchte man keine Polizei oder Armee mehr. Aber solange nicht alle wirklich wiedergeborene, gläubige, ernsthafte Christen sind, die Jesus wirklich nachfolgen, solange brauchen wir Polizei. Und auch Armeen, um uns zu verteidigen. Das ist ganz realistisch, weil wir in dieser gefallenen Welt leben, in der Endzeit sogar noch mehr als zuvor. Der Herr Jesus sagt, am Ende werden Kriege kommen, die müssen kommen, weil eben auch das Böse ausreift. Wir haben gerade über einige Sünden gehört, die heute sehr modern sind in unserer Zeit, Ehebruch und so weiter und so fort. Fast schon ein Volkssport geworden, schrecklich das auszusprechen. Aber deshalb kommt auch das Böse immer mehr, der Antichrist bereitet sich vor. Und wir als Christen sollten trotzdem den schmalen Weg gehen, und auch inmitten dieser bösen Zeit die Liebe zu den Feinden praktizieren. Das bezieht sich jetzt nicht auf falsche Lehren oder Irrlehrer, aber da, wo wir persönlich beleidigt werden, persönlich angegriffen werden. Was tun wir dann?
Ich wurde schon oft auch persönlich angegriffen, verleumdet, ob zu Recht oder Unrecht, das mag dahingestellt sein. Aber der Verleumder macht sich auch selber immer wieder unrein damit, wenn er auf andere einschlägt und sie in Abwesenheit, wir haben es gerade gehört, schlecht macht, wenn der Bruder selber nicht im Raum ist. Es ist mir kürzlich auch wieder passiert, dass ich dann gehört habe von anderen, da hatte ich jemanden schlecht gemacht. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann direkt den Bruder angeschrieben, habe gesagt, stimmt das, wir wollen es direkt lehren, ja, damit der Feind keinen Keil zwischen uns treibt. Ja, wenn ihr irgendwas hört, klärt es doch direkt. Und wenn jemand anders schlecht macht, warum geht er nicht direkt hin und fragt erstmal, ob das überhaupt stimmt, was behauptet wird? Es geht um Wahrhaftigkeit, um Offenheit in der Familie, im Betrieb, in der Schule, in der Gemeinde, dass nichts hintenherum geredet wird, dass keine bittere Wurzel sich anstaut, dass nichts Böses aufkeimen kann, sondern dass wir in Wahrhaftigkeit und Liebe miteinander umgehen, in allen Bereichen, wo wir zu Hause sind. Lamechs Äußerung, 77 Mal die Rache, das heißt eine unverhältnismäßige Steigerung. Der Herr Jesus hat dem entgegengestellt, als einmal die Apostel dann ihn fragen, ich glaube Petrus war es in dem Fall, wie oft wir vergeben sollen. Soll ich einmal vergeben oder zweimal so? Da hat er gesagt, nein, nicht so selten oder siebenmal, sondern 70 Mal siebenmal. Das ist auch wieder 70 mal 7, 490 Mal. Bei Lamech war es 77 Mal, beim Herrn Jesus ist 490 Mal vergeben. Und das heißt wieder Vollkommenheit. 7 mal 70, diese Vollkommenheitszahl nochmal gesteigert. Ja, also eine vollkommene Vergebung. Nichts im Herzen behalten gegen den anderen. Unser altes Ich schlägt gerne zurück, wenn wir angegriffen werden. Ist nicht auch so in der Schule, wenn euch jemand auf dem Pausenhof zu Boden schubst, was ist die erste Reaktion? Ja, dem zeige ich es jetzt aber, ja. Gut, man muss sich nicht alles bieten lassen. Man kann schon sagen, das ist nicht recht. Man kann das auch sagen den Lehrern oder Lehrerinnen, dass die da eingreifen. Aber wenn du zurückschlägst, es eskaliert, es spitzt sich zu, dann greifen andere ein. Und der Herr Jesus sagt, durchbrech diesen Teufelskreis. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, schreibt Apostel Paulus in 1. Korinther 6. Dieser Weg ist viel mutiger, erfordert viel mehr innere Kraft und geistliche Stärke, als wenn ich einfach Haut drauf mache und dann die Sachen eskalieren und vielleicht sogar Blut fließt bis hin zu Mord und Totschlag. Das sollte nicht sein. Es gehört viel mehr Mut dazu, nicht zurückzuschlagen. Das sind die eigentlichen Helden. Natürlich gibt es auch die Obrigkeit, die das Schwert nicht umsonst trägt, um den Bösen zu wehren. Auch das dürfen wir in Anspruch nehmen, wenn es wirklich massiv zur Sache geht, wenn vielleicht unser Leben gefährdet ist, wenn jemand uns vernichten will. Das schon, aber dann setzen wir die Obrigkeit ein, die den Auftrag hat, hier den Bösen zu wehren. Und noch haben wir diese Obrigkeit, die das Recht, das äußere Recht wahrt, nicht in allen Dingen, aber doch weitgehend, gerade wenn es um Gewalttaten und solche Dinge geht. Nun, schon im Alten Testament, jetzt sind wir ja im Neuen Testament in der Bergpredigt, aber schon im Alten Testament, liebe Geschwister, wurde die Blutrache eingeschränkt. Das, was hier bei Kain geschehen ist, Kain hat ein Kainsmal bekommen, dass man ihn nicht töten durfte. Ja, das ist interessant, dass Gott ihn sogar beschützt, dass er noch weiter leben durfte. Und Gott hat gesagt, wenn jemand getötet wird, hat er ganz genaue Regelungen gegeben, wie damit umgegangen werden soll. Oder wenn jemand anders verletzt hat. Wir lesen zum Beispiel in 3. Mose 24, ab Vers 16. Und das klingt für heutige humanistisch denkende Menschen sehr hart, aber es ist Gottes Heiligkeit, die dieses gebietet. Wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben. Bis vor wenigen Jahrzehnten war auch in Deutschland Gotteslästerung noch ein strafwürdiges Verbrechen. Heute nicht mehr. Man hat alles aufgeweicht, was mit Gottes Majestät und Geboten zu tun hat. Leider. Aber im Grunde ist es eine todeswürdige Sünde, wenn der Name Gottes gelästert wird. Die ganze Gemeinde sollen steinigen, steht in 3. Mose 24, Levitikus. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen des Herrn lästert, soll sterben. Deshalb überlegt euch auch heute gut, ihr Lieben, wie ihr den Namen Gottes verwendet. Denn Gottes Gebot ist so, dass das eine Sünde ist und dass das auch gilt. Dann heißt es weiter, wer irgendeinen Menschen erschlägt, soll des Todes sterben. Wer aber ein Stück Vieh erschlägt, der soll es ersetzen, Leben um Leben. Wer seinen Nächsten verletzt,
Dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also es heißt, wenn anderen verletzt wird von mir, dann muss ich dafür nicht sterben. Das wäre unverhältnismäßige Steigerung der Strafe, sondern ich soll die gleiche Verletzung bekommen. Wenn ich ihm einen Zahn ausgeschlagen habe, soll mir auch ein Zahn rausgemacht werden. Wenn ich ihm ein Auge ausgeschlagen habe, soll mein Auge rausgemacht werden. So hat Gottes Gerechtigkeit die Bestrafung auf die gleiche Ebene gestellt. Wie er einen Menschen verletzt hat, heißt es weiter, so soll man ihm auch tun. Wer ein Stück Vieh erschlägt, der soll es erstatten. Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben. Das ist das Gesetz Gottes, seine Heiligkeit im alten Bund für Israel. Die Vergeltung als gerechte Strafe. Das ist die Talionsregel wie bei einer Waage. So wie das eine ist, so soll auch das andere sein. Also genau diese Waagschale, dieser Ausgleich. Aber es gibt auch schon im Alten Testament und noch viel mehr im Neuen Testament noch eine höhere Stufe, wie man damit umgehen soll, mit Sünden und Straftaten, nämlich, dass man auch Barmherzigkeit übt, wo Dinge geschehen sind, die nicht in Ordnung sind. Und natürlich dann, wenn ein Mensch das bereut. Es geht vor allem um den Sünder, der das bereut, dass er einen anderen verletzt hat, dass er jemanden getötet hat. Man kann den Menschen nicht mehr lebendig machen. Man kann den Schaden nicht wiederherstellen. Wenn ein Auge ausgeschlagen ist, ist das Auge ruiniert, ist der Zahn ausgeschlagen und wie auch immer. Aber man kann Gnade vor Recht ergehen lassen. Es gibt auch heute die Begnadigung, auch in den weltlichen Systemen. In den USA gibt es noch die Todesstrafe, aber ein Präsident, ein Gouverneur, er kann auch begnadigen. Und manchmal gibt es auch Mörder, die das nicht in Anspruch nehmen, die dann sagen, nein, ich lass mich jetzt trotzdem hinrichten. Aber wie wunderbar ist, wenn man diese Gnade erkennt. Und auch Gott möchte Gnade schenken dem, der Buße tut. Das heißt, der umkehrt, den es reut, dem es leid tut. Tun dir deine Sünden leid? Bekennst du sie dem Herrn von ganzem Herzen? Bittest du den Herrn Jesus, reinige mich durch dein kostbares Blut, das du am Kreuz auf Golgatha für mich Sünder vergossen hast? Wenn du das von ehrlichem Herzen tust, dann vergibt der Herr dir auch die Sünden. Das ist die Gnade Gottes. Das ist das zentrale Evangelium, die Heilsbotschaft von Golgatha. Ich habe Wohlgefallen an der Liebe und nicht am Opfer, spricht der Herr. Beim Propheten Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Und Barmherzigkeit ist mehr als Gerechtigkeit. Diese Liebe, die diesen einfachen Ausgleich, diese Gerechtigkeit noch übersteigt. Und das gilt auch für uns in unserem Umgang mit anderen Menschen. Wir können natürlich sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das zitiert der Herr Jesus ja in Vers 38, Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, sagt der Herr, dass ihr dem Bösen nicht widerstreben sollt, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere da. Wenn dich jemand vor Gericht zerrt und dein Hemd nehmen will, dem überlass auch den Mantel. Das klingt zunächst mal sehr ungerecht, weil wir denken ja auch so menschlich, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das, was ein natürliches Empfinden so uns sagt. Aber der Herr Jesus lehrt eben diesen vollkommenen Weg der Vergebung, der Liebe. Er kehrt damit die Gerechtigkeit nicht unter den Teppich, dass man einfach das jetzt so zudeckt und schwamm drüber. Das nicht. Es soll schon auch bereut werden. Aber wenn ein Mensch ernsthaft bereut, kann ich ihm auch vergeben. Und wie wir bei Robert Chapman gehört haben, der hat schon vorlaufend ihm vergeben, eine vorlaufende Gnade, so wie Gott uns auch vergeben möchte, uns die Gnade anbietet. Er hat diesem Kaufmann praktisch die Vergebung angeboten, wollte ihn beschämen durch seine Großzügigkeit, dass er gerade bei ihm einkauft, der ihm so wehgetan hat. Wie ist es jetzt, wenn wir am Samstag auf der Straße sind bei einem Missionseinsatz und irgendjemand uns beschimpft? Wie reagieren wir? Wir sind ja jetzt schon etliche Jahre auf der Straße, wir haben vieles erlebt. Der Herr Jesus sagt, segnet, die euch fluchen. Es hat uns mal ein Mann auf der Straße verflucht, ich verfluche euch und so weiter. Dann habe ich geantwortet, der Herr segne sie. Ja, so ist die richtige Antwort. Lasst euch nicht provozieren. Auch die, die vielleicht zum ersten Mal mitgehen beim Missionseinsatz. Lasst euch nicht provozieren. Wenn jemand euch flucht, segnet sie. Es heißt im Buch der Sprüche, ein unverdienter Fluch fällt auf den Fluchenden zurück. Der trifft dich gar nicht. Wenn der Fluch unbegründet ist, wenn du mit dem Herrn lebst, wenn du ihm dienst, wenn du dann
nichts hast zu Schulden kommen lassen jetzt im Umgang mit diesem Menschen, dann fällt der Fluch auf den Fluchenden zurück. Aber deshalb wollen wir den Herrn gleich um Erbarmen bitten. Herr, rette diese Seele. Schenk, dass er nicht mehr in der Hand des Teufels ist, sondern dass er zu dir, Herr Jesus, kommt, dass er sein Herz dir öffnet. Wie wunderbar, wenn dadurch auch eine Menschenseele gerettet wird. So sagt der Herr Jesus: Wenn jemand mit dir vor Gericht geht und dein Hemd nehmen will, dann überlass auch den Mantel. Bist du schon mal gegen jemand vor Gericht gegangen, um irgendwie vielleicht irgendwas einzuklagen? Nun, wie gesagt, die Gerechtigkeit ist nicht verboten, dass wir auch sagen, es soll schon alles wahrhaftig und gerecht zugehen. Aber nicht umsonst heißt lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Wir müssen nicht über jeden Zentimeter streiten einer Grundstücksgrenze. Wir müssen nicht Gerichtsprozesse anfangen, weil vielleicht die Kinder des Nachbarn zu laut sind. Wir können da hingehen, mit den Leuten reden. Ist viel besser, immer den direkten Kontakt zu suchen. Wie oft höre ich auch in unserer Nachbarschaft, irgendein Nachbar hat den anderen angezeigt. Und ich sage, ja, habt ihr nicht miteinander geredet? Wisst ihr überhaupt, wer das ist? Nein, ich weiß nicht, wer das ist, wer mich da angezeigt hat. Sage ich, wie schrecklich. Ja, können die Leute nicht aufeinander zugehen? Dann frage ich, kann ich irgendwie helfen? Ja, wir wissen ja nicht, wer das war. Ja gut, kann man nur beten. Also, diese Nachbarschaftskonflikte oder andere, viele andere Streitigkeiten. Wenn uns ein Prozess aufgezwungen wird, man sollte auch da eine gütliche Lösung versuchen zu finden, ist ganz klar. Das kann auch manchmal Christen nicht erspart bleiben, dass man in Prozesse hineingezogen wird. Ja. Aber wie gehen wir damit um? Man versucht immer eine gute Lösung zu finden, vielleicht auch eine Mediation, eine Vermittlung, damit das nicht eskaliert. Und man sollte dann auch nicht streiten um 1 Euro mehr oder weniger. Wenn es jetzt natürlich große Summen sind, ist was anderes. Aber man sollte nicht zu kleinlich dann sein und sich dann auch einigen, wenn die Sachen sich gütlich noch lösen lassen. Im Römer 13 haben wir gehört, die Obrigkeit ist dazu eingesetzt, auch hier das äußere Recht aufrecht zu erhalten. Im Römerbrief übrigens gibt es auch noch eine wichtige Parallelstelle. Die möchte ich auch noch lesen, weil das auch noch weiter erklärt, wie diese Feindesliebe praktiziert wird. Im Römerbrief, Kapitel 12, Römer 12, ab Vers 17. Ich möchte gerne aufschlagen. Da schreibt jetzt der Apostel Paulus, geleitet vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. Soweit es möglich ist, an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Hast du Feinde von dir aus gesehen? Ich hoffe nicht. Es klingt vielleicht komisch, aber ich sage von mir, ich habe keine Feinde. Von mir aus gesehen. Aber viele sehen mich als ihren Feind, weil ich Jesus liebe, weil ich warnen muss vor Sekten und falschen Religionen, vor falschen Lebensweisen. Man macht sich da viele Feinde. Man fragt sich, warum werden wir Christen so verfolgt weltweit? Nun, weil wir den Menschen durch das Wort Gottes den Spiegel vorhalten für die Sünde, aber ihnen auch die Vergebung aufzeigen. Du kannst gerettet werden für den Himmel, in den Himmel kommen, wenn du Jesus annimmst. Aber alle, die es nicht hören wollen, die es nicht wissen wollen, sehen uns als ihre Feinde an. Dabei sind wir ihre Freunde, wollen ihnen helfen, dass sie nicht verloren gehen, nicht an den Ort ewiger Qual und Verdammnis kommen, in der Hölle. Wir sind die wirklichen Menschenfreunde, nicht die Freimaurer oder Humanisten, die alle Religionen vermischen und sagen, ist doch alles egal. Nein, sondern wir Christen, die sagen, es gibt nur einen Weg zum Himmel, den Herrn Jesus Christus. Die größte Freundschaft und Liebe zu den Menschen. Aber der Teufel hat es geschafft, vielen den Sinn zu verblenden, dass sie denken, wir sind ihre Feinde und wollen ihnen irgendwie den Spaß verderben. Wer Christ ist, wer wirklich den Herrn Jesus im Herzen wohnen hat durch den Heiligen Geist, der hat die Freude im Herrn, der braucht gar nicht diese ekligen, vergänglichen, schalen Vergnügungen dieser Welt. Zieht sich noch auf den Fasching oder Karneval oder Halloween oder Tanzboden und so weiter als Christ. Ich denke, wer wirklich weiß, was da abläuft mit Unzucht, mit Sünde, mit Alkoholismus, den ekelt es davor. Der hat Angst davor, dass er da in den Sumpf gerät und nicht mehr herauskommt. Also ein echter Christ, den wird es da nicht hinziehen. Man kann sich auch in Gedanken und mit den Augen verunreinigen. Auch da wollen wir beten, dass der uns bewahrt und reinigt, wenn Dinge geschehen sind, die ihm nicht gefallen.
So viel es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Und weiter lesen wir in Römer 12, ab Vers 19, rächt euch selber nicht, Geliebte, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, sagt der Herr. Das heißt, Gott wird zu seiner Zeit Gerechtigkeit schaffen. Wenn wir vielleicht auf Erden uns benachteiligt fühlen, wir müssen nicht bitter werden. Der Herr wird für uns streiten und wir werden stille sein. Als ich mal eine Arbeitsstelle verloren habe, aus Gewissensgründen, dann hat auch mir ein Bruder gesagt, willst du dagegen klagen? Geh lieber den Weg mit dem Herrn. Der Herr wird für dich streiten und stille sein. Und der Herr hat mir geholfen. Es ging weiter, es ging aufwärts. Während bei diesem früheren Arbeitgeber ging es dann abwärts, weil sie nicht gerecht waren in diesem Sinne. Aber ich habe es dem Herrn anbefohlen, habe keinen Prozess geführt. Ja, wir wollen auch diese Dinge dem Herrn anbefehlen. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Der Herr hat es gesehen. Glauben wir, dass Gott eingreift? Nochmal, wir müssen uns nicht alles bieten lassen. Wir können auch sagen, das ist nicht in Ordnung. Bring die Sache in Ordnung. Und es ist nicht so zu verstehen, kann nicht so stehen. Aber nicht zurückschlagen, ja? Nicht mit Gewalt oder Hass, sondern mit dieser vergebenden Liebe auch zu den Feinden. Und dann steht sogar in Römer 12, Vers 20 und 21, wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, der Heilige Geist wird in seinem Herz zu wirken beginnen. Diese feurige Kohlen, das Feuer des Heiligen Geistes, wird in seinem Herzen brennen, wenn er merkt, da ist etwas anders. Diese Christen sind wirklich eine Gemeinde der Liebe Christi, die nicht zurückschlägt, sondern mir sogar zu essen und zu trinken gibt. Es gibt auch in der Bibel Beispiele, etwa als der Prophet Elisa, als die Aramäer da besiegt werden vom Herrn selber, es werden ihnen die Augen verblendet und dann wird gefragt, sollen wir sie töten? Und Gott sagt durch Elisa, nein, gebt ihnen zu essen und zu trinken und schickt sie wieder heim. Und dann heißt noch, und jetzt hatte Israel lange Ruhe vor diesen Aramäern oder Syrern damals, die das Volk Israel angegriffen hatten. Seht ihr, wie der Herr auch da die Herzen bewegt hat? Und Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Überwinde das Böse mit Gutem. Es werden hier in der Bergpredigt noch weitere Beispiele genannt. Ich will jetzt nur noch das kurz erwähnen. Da sagt der Herr Jesus, wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Auch da, wenn jemand uns um Hilfe bietet, sollen wir unser Herz nicht verschließen. Ich persönlich, ich sage es mal so, er ist jetzt heute nicht da, deshalb kann ich sagen, bin sehr froh, dass ich den Bruder Thomas auch in der Gemeinde habe, Schwester Esther. Zu mir kommen viele Leute mit Seelsorgeanfragen per E-Mail praktisch jeden Tag. Ich kann denen nicht allen helfen. Aber Gott sei Dank schickt uns Gott auch andere Brüder. Ich schicke viele auch zum Bruder Thomas, ich sage es mal so frei, bin da echt dankbar. Wir haben da einen guten Seelsorger und der ist auch Rentner, der hat Zeit. Und vielleicht gibt es ja noch mehr Brüder und Schwestern, die da mir die Last ein bisschen abnehmen können. Weil wenn ich jetzt allein schon einen Seelsorgefall ernsthaft betreue, bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Und es sind Hunderte, die da sich allein per E-Mail an uns wenden. Bloß, dass ihr auch mal wisst, was der Bruder Thomas und Schwester Esther da Tag für Tag tun. Und vielleicht können andere da noch mithelfen. Also das heißt auch mitzugehen. Nicht nur eine Meile, sondern zwei zu gehen. Wirkliche Seelsorge kostet viel Kraft. Und dann heißt noch, gib dem, der dich bittet und wende dich nicht von dem ab, der von dir beugen will. Manchmal gibt es auch Bettlerbanden in der Stadt, da bin ich zurückhaltend. Ja, aber man kann ihnen trotzdem ein Traktat geben, vielleicht ein bisschen Geld, damit sie vielleicht doch mal zu nachdenken kommen, ob sie ehrlich sind. Aber wenn jemand wirklich in Not ist, wenn man auch weiß um diese Menschen und sie auch kennt und weiß, sie sind ehrlich, da sollen wir auf jeden Fall helfen. Und auch bei den Bettlern in der Stadt unter Gebet vielleicht ein Brötchen ihnen kaufen, dann wird man sehen, ob das echt ist oder ob sie nur Geld bitteln wollen. Also auch da lasst euch vom Herrn leiten, gib dem, der dich bittet. Prüfe aber auch, ob das ehrlich gemeint ist. Ja, und dann kommt ja dieses große Gebot der Feindesliebe. Der Herr Jesus hat hier am Schluss gesagt, in Kapitel 5, Matthäus, darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich möchte abschließend noch eine Geschichte erzählen. Ich hatte auch mit einer Begebenheit begonnen, Robert Chapman. Und es gibt auch, vielleicht kennt jemand den bekannten
Pastor und Prediger, auch Evangelisten Otto Stockmeier, der lebte von 1838 bis 1917. Er hat noch den Ersten Weltkrieg miterlebt. Und dieser Bruder, da gab es auch damals schon große Evangelisten und Heiligungskonferenzen, der wurde auf einer Konferenz von einem Bruder, wie Ulwold bemerkt, heftig angegriffen, attackiert mit Worten, ja, also jetzt nicht körperlich, aber heftig attackiert. Gibt es ja auch manchmal zwischen Christen, da gibt es welche, die sind eher ruhig, andere sind sehr emotional. Und der hat ihn wirklich emotional versucht fertig zu machen, öffentlich. Und dann packte dieser Bruder, zumindest nannte er sich so, seine Sachen und ging zum Zug, wollte dann abfahren von der Konferenz. Aber als er schon unterwegs war, spürte er plötzlich die Hand, eine Hand auf seinem Schulter und es sprach jemand zu ihm, Bruder, darf ich dich zum Bahnhof begleiten? Jetzt ratet mal, wer das war. Es war der Pastor Otto Stockmeier. Und dann war er so verblüfft und konnte nicht Nein sagen und sagte, ja, okay, Sie dürfen mit mir gehen oder du darfst mit mir gehen. Und Stockmeier ging mit bis zum Zug, setzte ihn sogar in sein Abteil und ging dann zur Konferenz zurück. Hat gar nicht viel geredet, hat ihn begleitet, noch ins Abteil gebracht und hat sich verabschiedet, ging dann zur Konferenz zurück. Was geschah danach? Nach über einer Stunde erschien dieser wütende Bruder, der ihn so beschimpft hatte, wieder bei der Konferenz. Er hatte bei der nächsten Station den Zug verlassen, ist zurückgefahren und ging hin und hat öffentlich die ganze Konferenz um Vergebung gebeten. So war er überwunden worden von dieser Feindesliebe, muss man dem Fall ja sagen, wenn jemand so beschimpft wird, von einem, diese Feindesliebe, die dieser Evangelist und Prediger Stockmeier ihm erwiesen hat. Lasst uns das ein Beispiel sein. Lasst uns den Herrn um Kraft bitten, wenn wir attackiert werden, von der Welt, aber auch von, manchmal von Mitchristen, die uns verleumden, die uns Übles tun wollen, die uns bekämpfen, vielleicht weil es auch Lehrunterschiede gibt in manchen Fragen. Wie gehen wir damit um? Sind wir dann in der Liebe? Ich habe kürzlich auch einen Fall erlebt, wo mich jemand öffentlich von einer Versammlung negativ dargestellt hat. Ich habe den Bruder angeschrieben, habe gesagt, stimmt das? Können wir mal drüber reden? Nicht, weil ich jetzt so empfindlich wäre, aber es geht ja auch um den Dienst, in dem man steht. Und ja, wir reden miteinander und ich meinerseits habe weiter ein gutes Verhältnis zu diesem Bruder, ist für mich ein Bruder. Wir wollen auch da nicht bitter werden, aber einfach in der Liebe des Herrn vergeben, aufeinander zugehen. Und wenn du jemanden im Herzen hast, wo du sagst, mit dem vertrage ich mich gar nicht, das ist mein Feind oder ich mag den nicht und wie auch immer, bitte doch den Herrn um Kraft, bitte ihn um eine Gelegenheit, dass du allen Mut zusammennehmen kannst, auf diesen Menschen zugehst. Bereinige diese Sache, bevor es zu spät ist. Wir wissen nie, wie lange der Mensch lebt. Wie lange der Mensch lebt, ja. Und die Blumen, sagt man so schön, sind zu spät, wenn sie auf dem Grab sind. Mache es, vielleicht ist es innerhalb der Familie, vielleicht innerhalb der Gemeinde oder vielleicht irgendwelche Nachbarn, vielleicht auch ungläubige Nachbarn. Es ist ganz egal, ob es Gläubige oder Ungläubige sind. Geht auf diese Menschen zu, bereinigt es, damit ihr nicht diese Last mit in die Ewigkeit nehmen müsst. Der Herr Jesus sagt ein sehr ernstes Wort und damit möchte ich schließen. Das bezieht sich auch im Grunde auf die Feindesliebe, aber auf jede Art von Sünde. Und zwar steht das direkt nach dem Vaterunser. Im Vaterunser beten wir ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also denen, die an uns schuldig geworden sind. Und dann sagt der Jesus nach dem Vaterunser direkt, ab Matthäus 6, ab Vers 14, wenn ihr den Menschen ihre Sünden, manche übersetzen auch Fehler, vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wunderbar. Aber wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, das heißt, wenn ihr ein unbarmherziges, verstocktes Herz aus Stein habt, dann wird euch euer Vater, nämlich Gott, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Und das heißt, dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Sehr ernst, liebe Geschwister. Wenn etwas ist, geht auf diese Person zu, bereinigt es, vor allem natürlich auch vor dem Abendmahl. Das ist auch immer die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben heute kein Abendmahl, aber demnächst wieder, in 2 Wochen, glaube ich, ja, dass wir die Dinge bereinigen. Aber nicht nur wegen dem Abendmahl, sondern überhaupt, um ein reines Gewissen zu haben vor Gott und in die Gemeinschaft mit dem Herrn kommen zu können. Der Herr möge jeden segnen, damit du von deiner Seite aus keinen Feind hast. Und der Herr wird auch die Feindschaft beim anderen wegnehmen, wenn du für ihn betest und auf ihn zugehst und dir die Dinge bereinigt.
Nicht immer wird es so sein, aber doch sehr oft. Der Herr möge jeden segnen. Amen. Möchte ein